Meine lieben Geschwister, heute möchten wir euch keine Geschichte über einen Sahabi erzählen oder die Lebensgeschichte einer tugendhaften Frau. Vielmehr geht es heute um unseren Islam und unsere Identität als Muslime hier in Europa. Es geht um meine und deine Tochter. Es geht um unsere Cousinen und Schwestern. Wer in den letzten Tagen und Wochen die sozialen Medien ein wenig verfolgt hat, hat sicherlich davon mitbekommen. Dieses Thema hat die Runde gemacht. Dieses Thema ist in aller Munde. Jede Talkshow, jeder Nachrichtensender und auch YouTuber behandeln das Thema. Es geht um die Kopftuchdebatte. Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, dann sehen wir einen Angriff nach dem anderen gegen unsere Werte, unsere Überzeugung und unsere Identität. Erst hat man sich unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit erlaubt, unseren geliebten Propheten Muhammad a.s. zu beleidigen. Erst kam das Kopftuchverbot nur für Lehrer, später im öffentlichen Dienst. Dann die Diskussion über das Minarettverbot, dann das Gebetsverbot in den Schulen und der Zwang zum Schwimmunterricht. Und die sogenannte Burkini für unsere geliebten, jungen und wehrlosen Schwestern. Dann die Diskussion über Burka und Niqab. Jetzt reicht's! Heute im 21. Jahrhundert, wo es so viele soziale Missstände gibt, die es zu klären gilt, regt man sich über ein Stück Stoff auf? Drogen, Kriminalität, Altersarmut, die immer höher steigenden Preise. Und das sind nur einige von vielen Problemen, der man sich ernsthaft annehmen müsste. Aber nein, das Kopftuch ist viel wichtiger und stellt ein noch größeres Problem dar. Aber ich frage euch, liebe Geschwister, warum schon wieder eine Kampagne gegen uns? Warum gerade jetzt ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 10 in Österreich und unter 14 in Deutschland? Will man damit etwa von eigenen Problemen ablenken? Will man damit auf unsere Kosten die Stimmen der Unzufriedenen und der rechten Wähler wiedergewinnen? Millionen von Menschen in Europa brauchen Hilfe. Indem man sich aber mit unwichtigen Themen beschäftigt, zeigt es die Ignoranz gegenüber Millionen anderen, die ernsthafte Probleme haben. Der Assimilationsterror gegen die Muslime nimmt kein Ende. Und hierbei geht es um nichts Geringeres als um die Vernichtung der islamischen Identität. Jede unliebsame Idee wird als extrem und radikal abgestempelt, sodass eine sachliche Diskussion des islamischen Standpunktes gar nicht erst entstehen kann. Und ich fürchte, meine lieben Geschwister, wenn wir als muslimische Gemeinschaft diese politische Agenda nicht in angemessener Weise behandeln, dann wird es schlimm enden für unseren Islam, für uns alle. Ich fürchte, dass wenn wir weiter zuschauen und uns argumentativ nicht dagegen wehren, dass es dann nur noch schlimmer wird. Und auch fürchte ich, dass wenn wir als Muslime nicht zusammenhalten, wir unsere Identität, das was uns ausmacht und von anderen unterscheidet, verlieren werden, ohne es zu merken. Was sollen wir dann Allah am jüngsten Tag sagen? Wir ermutigen die Islamhasser, wenn wir weiter schweigen und uns einschüchtern lassen. Diese politische Entwicklung gegen den Islam ist ein intellektuelles Armutszeugnis. Wenn es keine Argumente mehr gibt, greift man zu Verboten. Wenn man nicht überzeugen kann, schlägt man zu. Und jetzt auch noch gegen unsere jungen Töchter, Cousinen, Schwestern. So etwas zieht sich nicht für eine Gesellschaft, die von sich behauptet, offen und tolerant zu sein. Führen solche Kopftuchdebatten zu einem harmonischen Miteinander? Nein, sie führen zu Spannung in der Gesellschaft, zu Spannung in den Schulen. Doch meine lieben Geschwister, es liegt in der Natur der Sache, dass die Wahrheit bekämpft wird. Jeder Prophet und jeder Gesandte wurde von seinem Volk bekämpft. Heute gibt es keine Propheten mehr. Heute gibt es mich und dich. Wir sind heute die Träger und Verkünder dieser Wahrheit. Darum müssen wir hier standhaft, entschlossen und kompromisslos sein. Und vor allem müssen wir als die Umma Muhammads alayhi salatu salam in dieser Zeit zusammenhalten. Der Prophet alayhi salatu salam sprach: Der Wolf reißt nur das Schaf, was sich von der Herde entfernt.
Und Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns, schützt euch und eure Familien vor dem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind.